Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich vergleiche hier die Leistungen der Stern- und der Dreieckschaltung miteinander, und zwar für den Fall der symmetrischen Belastung. Ich werde dazu die entsprechenden Formeln herleiten und anschließend das Ganze an einem Beispiel durchrechnen. Die Formel, die ich hier herleiten werde, ist nun schon hier unten zu sehen. Für die Sternschaltung gilt P gesamt ist gleich Wurzel 3 mal U mal I. Und für die Dreieckschaltung gilt P gesamt ist gleich Wurzel 3 mal U mal I, also genau die gleiche Formel. Das ist vor allem vor dem Hintergrund überraschend, dass die Gesamtleistung in der Dreieckschaltung den dreifachen Wert gegenüber der Gesamtleistung in der Sternschaltung hat, wenn ich denn die gleichen Widerstände vom Stern ins Dreieck umschalte. Und das, obwohl die Formeln ja identisch sind. Das kann man zunächst für einen Widerspruch halten. Um das Ganze aber aufzulösen, ist es günstig, einmal die Formeln herzuleiten und zu verstehen, warum die Formeln genau so aufgebaut sind, wie man das hier durchgeführt hat. Schauen wir uns dafür zunächst die Sternschaltung an. Wie bereits gesagt, ich gehe immer von Symmetrie aus, das heißt, die drei Widerstände haben den gleichen Wert. Es ist ja in der Sternschaltung so, wenn ich von außen 400 Volt anlege, wird an dem einzelnen Widerstand eine Spannung von 230 Volt liegen. Das heißt, die Außenleiterspannung ist gleich Wurzel 3 mal der Strangspannung. Der Strom, der über den Außenleiter in die Schaltung fließt, ist aber der gleiche wie der Strangstrom, der durch den Widerstand fließt. Es gibt ja nur diesen einen Weg. Das muss also identisch sein. Ein bisschen schwerer zu verstehen ist, warum zwischen der Außenleiterspannung und der Strangspannung der Verkettungsfaktor Wurzel 3 steht, aber das ist nicht Thema dieses Videos. Wenn ich nun also die Gesamtleistung ausrechnen möchte, ist ein sicherer Weg der, dass ich die Leistung jedes einzelnen Widerstandes berechne und das Ganze dann mit 3 multipliziere. Dabei muss ja die Gesamtleistung rauskommen. Genau das ist hier so angesetzt. P gesamt ist gleich 3 mal P Strang. P Strang aber wiederum, die Leistung eines einzelnen Stranges, also eines Widerstandes, ist ganz sicher U-Strang mal I-Strang. Denn das ist ja die Spannung, die an diesem Widerstand liegt und das ist ja der Strom, der durch diesen Widerstand fließt. Die Strangspannung wiederum ist allerdings die Außenleiterspannung U geteilt durch Wurzel 3. Also die Strangspannung ist U durch Wurzel 3. Also kann ich U-Strang ersetzen durch U geteilt durch Wurzel 3. Und somit sieht die Formel nun so aus, wie sie denn hier steht. Da 3 aber wiederum nichts anderes ist als Wurzel 3 mal Wurzel 3, kann ich nun eine dieser Wurzel 3 im Zähler gegen die Wurzel 3 im Nenner wegkürzen, sodass als Gleichung überbleibt P gleich Wurzel 3 mal U mal I. Diese Formel ist deshalb so hergeleitet worden, weil hier die außen greifbaren Größen eingesetzt werden können. Die Spannung U, die hier drin steht, ist die Spannung, die ich außen messen kann. Und das ist nun mal nicht die Strangspannung, denn ich komme ja schlecht an den Sternpunkt, um die Spannung zu messen. Da gehören also im Drehstromsystem die 400 Volt hinein. Und der Strom ist der Strom, den ich messen kann. In diesem Fall ist das der Außenleiterstrom und gleichzeitig auch der Strangstrom. Schauen wir uns das gleiche Spielchen bei der Dreieckschaltung an. Auch hier gehe ich wieder von Symmetrie aus. Das heißt, die Widerstände haben alle den gleichen Wert. Und hier ist es ja nun so, dass, wenn ich mir diesen Widerstand ansehe, unmittelbar erkennbar ist, dass der an 400 Volt liegt. Also ist doch die Strangspannung gleich der Außenleiterspannung, also im Drehstromsystem 400 Volt. Für den Gesamtstrom gilt nun, dass er sich in zwei Ströme aufteilt. Aber es ist jetzt nicht etwa so, dass I gesamt gleich I Strang plus I Strang wäre. Das ist nicht der Fall, denn wir sind ja im Drehstromsystem und durch die Phasenverschiebung zwischen den Strömen ist es so, dass wieder der Verkettungsfaktor zwischen dem Außenleiterstrom und dem Strangstrom steht. Das heißt, dieser Strom ist Wurzel 3 mal dem einzelnen Strangstrom. Wurzel 3 ist 1,73, wenn man das dezimal ausdrückt, also nicht das Zweifache des einzelnen Stroms, sondern das 1,73-fache des Stroms. Auch das ist ein Zusammenhang, den man in den Grundüberlegungen des Drehstromsystems herleiten kann und den ich hier nicht ausführlich erläutere. Das sollten Sie aber unbedingt wissen, dass der Außenleiterstrom gleich Wurzel 3 mal I Strang bei symmetrischer Belastung ist.
Naja, und nun geht das Spielchen genauso wie vorhin bei der Sternschaltung. Um die Gesamtleistung auszurechnen, rechne ich nun einfach wieder dreimal die Strangleistung. Das ist wiederum 3 mal U-Strang mal I-Strang. Naja, und da nun U-Strang gleich U ist, wird U-Strang einfach durch U ersetzt. Der Strangstrom ist aber wiederum der Strom, den ich im Außenleiter messen kann, geteilt durch Wurzel 3. Das sehen wir hier. I-Strang wurde ersetzt durch I geteilt durch Wurzel 3. Und da 3 nichts anderes ist als Wurzel 3 mal Wurzel 3, kann ich nun wieder diese Wurzel 3 gegen diese Wurzel 3 herauskürzen. Und die Formel, die hier übrig bleibt, ist identisch mit der Formel, die für die Sternschaltung da steht. Das kann zunächst ein bisschen irritieren, denn man könnte jetzt glatt vermuten, dass die Leistungsaufnahme beider Schaltungen gleich ist. Das ist aber nicht der Fall, das habe ich ja eben schon erläutert. Wichtig ist bei beiden Formeln, dass jeweils die von außen greifbaren, also messbaren Größen dort eingesetzt wurden. Hier ist die Außenleiterspannung 400 Volt einzusetzen und nicht 230 Volt, obwohl 230 Volt ja an dem einzelnen Strang liegen. Hier ist der Außenleiterstrom einzusetzen, das ist Wurzel 3 mal dem Strangstrom, also nicht der Strom, der durch den einzelnen Widerstand fließt, sondern der, der im Außenleiter fließt. Die Formeln für die Leistung sind also in beiden Schaltungen gleich und trotzdem gilt, dass die Leistungsaufnahme im Dreieck dreimal so groß ist wie die Leistungsaufnahme im Stern, wenn denn die gleichen Widerstände von der Sternschaltung in die Dreieckschaltung geschaltet werden. Die Leistung verdreifacht sich dann. Das ist nun am besten zu verstehen, indem man ein Beispiel durchrechnet. Wir sehen hier das Beispiel, das sind wieder die gleichen Schaltungen wie vorher. Die Widerstände haben einen konkreten Wert, nämlich 100 Ohm. Das gilt sowohl für diese Schaltung, alle Widerstände haben 100 Ohm und auch in dieser Schaltung haben alle Widerstände 100 Ohm. Wir befinden uns im herkömmlichen Drehstromsystem mit 400 zu 230 Volt. Der Außenleiterstrom, der nun hier fließt in der Sternschaltung, ist gleich dem Strangstrom. Der Strangstrom wiederum ist nichts anderes als die Strangspannung geteilt durch den Widerstand dieses Strangs. Damit ergibt sich für I-Strang ist gleich U-Strang durch R gleich 230 Volt durch 100 Ohm macht 2,3 Ampere. Die Außenleiterspannung U ist aber nicht gleich U-Strang, sondern sie ist 400 Volt. Mit diesen beiden Werten, mit U und I, gehe ich nun in die Gleichung, die ja für die Leistungsaufnahme aufgestellt wurde. Setze dort ein, 400 Volt mal 2,3 Ampere und komme auf 1593 Watt, also knapp 1600 Watt. In der Dreieckschaltung gilt nun, dass I gleich Wurzel 3 mal I-Strang ist. Kenne ich den Strangstrom, kann ich den Außenleiterstrom berechnen, indem ich den Strangstrom mit Wurzel 3 multipliziere. Der Strangstrom ist wiederum einfach auszurechnen, denn ich kenne die Spannung an diesem Widerstand und ich kenne den Widerstandswert. I-Strang ist U-Strang geteilt durch R, macht 400 Volt in diesem Fall geteilt durch 100 Ohm. Also Wurzel 3 mal 4 Ampere macht 6,9 Ampere. Wenn ich nun diese beiden Ströme miteinander vergleiche, stelle ich schon fest, dass der Strom sich verdreifacht hat, wenn ich die 100 Ohm Widerstände zunächst in Stern und dann in Dreieck schalte. Verdreifacht sich der Außenleiterstrom. Ja, und damit ist nun auch leicht einzusehen, dass, obwohl die gleiche Formel verwendet wird, auch die Leistung sich verdreifachen muss. Das sind knapp 1600 Watt, das sind knapp 4800 Watt und damit das Dreifache von diesem Wert. Ich setze zwar in beiden Fällen Wurzel 3 ein, ich setze in beiden Fällen 400 Volt ein, aber im Dreieck werden 6,9 Ampere eingesetzt, das ist der dreifache Wert gegenüber diesen 2,3 Ampere, die ich im Fall des Sternes einsetzen muss. Und damit muss natürlich an dieser Stelle auch der dreifache Wert herauskommen. Die Widerstände nehmen also in der Dreieckschaltung die dreifache Leistung gegenüber der Sternschaltung auf. Ein klassischer Fall, in dem das eine große Rolle spielt, ist der sogenannte Stern-Dreieck-Anlauf. Drehstrommotoren lässt man im Stern anlaufen,
damit die Stromaufnahme beim Einschalten nicht extrem groß wird. Das wäre also in diesem Fall so, dass ich im Einschaltaugenblick 2,3 Ampere habe und wenn eine gewisse Drehzahl erreicht worden ist, schaltet man um und die Stromaufnahme geht dann rauf. In diesem Fall wären das 6,9 Ampere. Der Hintergrund ist tatsächlich noch etwas komplizierter, da bei einem Drehstrommotor die Stromaufnahme nicht nur von der Beschaltung abhängt, nämlich hier der Sternschaltung bzw. der Dreieckschaltung, sondern die Stromaufnahme hängt auch sehr stark von der Belastung des Motors ab und die ist in der Hochlaufphase höher, als wenn der Motor erstmal läuft. Also ist das, was ich hier beschreibe, nämlich mit dem dreifachen Wert hier tatsächlich, wenn ich an den Drehstrommotor denke, nur eine grobe Annäherung. Aber man kann hier durchaus einsehen, dass eben in der Sternschaltung die Stromaufnahme wesentlich geringer ist, als wenn der Motor im Dreieck läuft. Und das ist gerade dann, wenn der Motor anläuft, besonders wichtig, weil sonst die Stromaufnahme in der Anlaufphase einfach zu groß wird und damit das Netz kurz geschlossen wird. Ja, soweit zu dieser Schaltung. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über ein Like freuen und natürlich noch mehr über ein Abo. Und ich danke vor allem für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank.